Wann sollte man mit dem Bodybuilding anfangen? Mit Bodybuilding sollte man anfangen, wenn man mit allen anderen aufgehört hat und abgeschlossen hat. Wenn man keinen Bock auf Freunde, Gesellschaft, wenn man, Spaß wenn man keinen Bock auf so Gesellschaft hat, wenn man gerne alleine ist, nicht mag. Essen, egal, ist dann. Alleine essen macht dick, also braucht man keine Freunde. Und mit Bodybuilding sollte man anfangen, wenn man sich dafür bereit fühlt. Was ist das für eine Frage? Das muss doch jeder für sich selber entscheiden. Das kann man doch nicht sagen, du musst jetzt mit 17,5 anfangen oder mit 25, 1,75. Fang an mit Bodybuilding, wenn du Lust hast, mit Gewichten zu arbeiten. Das heißt ja noch lange nicht, dass du den Wettkampf orientiert arbeiten musst. Guck doch erstmal, ob dir die Arbeit mit Gewichten Spaß macht, ob dir ein Einzelsport liegt. Und dann entscheidest du das für dich. Aber glaube ich, grundsätzlich sollte man gerade damit anfangen. Warte. Wenn man jetzt auf wenn man es auf Alter bezieht, dann wenn du so weit ausgewachsen bist, oder wie gesagt, solange es irgendwie, oder wie gesagt, wie du schon sagst, also Fitnesssport, oder wenn man jetzt auf Bodybuilding das so bezieht, dann vielleicht echt so, wenn der Körper so weit ist, wenn man es jetzt wirklich. Ich hätte mal eine Frage an dich. Du bist ja nur so von der Sache her sportlich ganz gut veranlagt. Warum hast du eigentlich mit Bodybuilding angefangen? Weil ich einfach zu gerne esse. Ich kenne das. Es muss immer lecker sein. Ja, wir werden übrigens interviewt von einer Raupe da unten. Die steht da unten. So sieht eine aufrechtgehende Fresse auf einer Cutmaschine in weiblich aus. Moment, Vorsicht. Nein. Wir wollen die auf andere nicht schließen. Ist an mir vorbei? Okay. Wann habt ihr denn mit dem Bodybuilding angefangen? Also ich habe mit, kann ich dir sagen, 93. Das ist aber schon richtig lang. Das ist spät. Das ist da war ich, spät da war und ich, richtig lang. Da war ich, da war ich 11. Wie schreibst du das denn? Nein, da war ich 25. 11? Da war ich 25. Das hier im Norden, oder? 11? Da war ich 25. Ich hatte aber von meinem 7. Lebensjahr an Leistungssport betrieben. Du hast mit 25 erst angefangen? Mit Bodybuilding, ja. Das erste Mal Gewichte heben? Nein, nee, der Kraft schon. Ich habe ja Kraft-Zweikampf schon in ja, das Ost kann man doch auch sagen schon. Naja, das ist auch Muskeln. Bodybuilding war, das war Hantelsport. Das war jetzt noch nicht, weil da hatte ich wirklich keinerlei Grundwissen. Da wusste ich, ich muss stark werden. Ich habe dann mit 19 habe ich ja dann auch schon 210 in der Bank gedrückt, hatte den DDR-Rekord inne. Also waren da auch schon ein paar Muskeln da? Na, Muskeln noch gar nicht mehr. Ich war kräftig. Kräftig war ich definitiv, aber das war weit weg von Bodybuilding. Das war, du hast gesehen, der Junge macht Sport, so wie so viele rum. Kraft haben heißt ja nicht gleich, ein guter Bodybuilder zu sein. Gute Bodybuilder müssen ja nicht unbedingt extrem stark sein. Das stimmt. Ne? Was für Steroide werden bei Frauen in der Wettkampfvorbereitung eingesetzt? Was sagt ihr dazu? Ladekabel. nee, ich wollte jetzt von der Frage nicht ablenken, aber. Was für Steroide im Frauenbodybuilding eingesetzt werden? Ja. Da das kommt immer darauf an, was die Frau bereit ist zu geben in dem Sport oder aufzugeben in dem Sport. Das ist die bessere Ausdrucksweise. Was ist die Frau bereit aufzugeben in dem Sport? Weil es werden durch anabole Steroide bei Frauen körperliche Veränderungen, gerade was die Virilität angeht, hervorgerufen bei bestimmten Steroiden. Und wenn man dann natürlich männliche Hormone dazu gibt, wie Testosteron und so, dann läuft eigentlich, was das angeht, alles aus dem Ruder, kann man mal sagen. Um das Kind mal beim Namen zu nennen. Also ich habe Frauen gesehen, die sich dann rasiert haben und solche Sachen. Am Geschlecht verändern sich Sachen, der Kitzler oder die Klitoris. Ja, manche Frauen könnten auf gut Deutsch gesagt im Stehen pissen. Bei den extrem Hardcore-Bodybuilding-Frauen, also das muss man ganz klar sagen, das ist die Kehrseite der Medaille. Aber wer damit leben kann, ich werde jetzt keine Steroide namentlich benennen, wer damit leben kann und Wettkampf-Bodybuilding betreiben möchte und dem das egal ist, weil, wie gesagt, das sind ja dann immer nur Vorurteile von den Laien, die fernab des Sportes sind. Und ja, und guck dir mal die an, die sieht aus wie ein Mann. Und diese, du, in der Diät sehen die alle nicht hübsch aus. Auch die Typen sind abgezogen in der Fresse. Wenn die Fresse abgezogen ist, siehst du nun mal aus wie ein Zombie. Und bei der Frau sieht es halt nicht sehr fraulich aus. Das sieht dann in der Off-Season, sieht das wieder anders aus, wenn die Bäckchen voll sind, die Pausbäckchen, wenn die alle zugefressen sind.
Die haben ja dann off-season auch einen sehr schönen Gluteus und ein sehr schönes Bein in engen Hosen. Das ist ja dann wieder der Vorteil. Aber auf dem Wettkampftag halt sieht das alles nicht wirklich schick aus. Und deswegen kann ich auch viele Leute verstehen, die jetzt diese anderen Klassen gefordert haben. Oder ich persönlich finde es gut, diese Bikini-Klasse, weil das repräsentiert eine Frau, obwohl das sind ja einfach nur, die brauchen ja nichts machen. Die brauchen bloß von Haus aus gut gewachsen sein, sich ein paar hohe Hacken anziehen und ein Bikini die Fresse anmalen und dann brauchen die auf die Bühne latschen. Aber so die Figurklassen, die Physikklassen, so was es so jetzt gibt, wo schon ein bisschen mehr Anspruch im Körper ist, wo man auch Muskulatur erkennen sollte oder muss, das sieht dann schon wieder sportlich aus. Da gibt es auch einen Markt für. Und es gibt auch viele Frauen, Katja ist das beste Beispiel, die dann sehr ehrgeizig an den Sport rangehen halt und dann den Anspruch haben, in dieser Klasse halt mit Bravour hervorzustechen, wenn möglich. Ne, das ist ja der Sinn, in irgendwas der Beste zu sein. Und den Anspruch haben wir jetzt mit Katja natürlich logischerweise, weil ich viel von meinem Hardcore-Oldschool-Wissen auf sie übertrage, sie das glücklicherweise auch annimmt, weil das ist schon echt ein harter Weg, den sie gehen muss, rein vom Training her alleine und dann natürlich in der Diät, weil gerade wenn du so ein Esser bist oder so eine Naschkatze wie die Katja, die hat es dann natürlich doppelt und dreifach schwer in der Diät, auf die ganzen Sachen zu verzichten und damit sich im Kopf das so zurechtzubiegen, dass die Sachen, die sie mag, eigentlich schlecht für sie sind. Und das ist ja das Perverse an dem Sport. Ne? Du siehst dann die leckeren Sachen und könntest töten dafür. Andererseits sagt der andere, der gute Engel auf deiner Schulter sagt, lass weg, weil wenn du einen Burger frisst, dann siehst du auch bald aus wie ein Burger. Und es ist ja auch bei den Leuten, die sich so ernähren, die sehen ja auch nur so aus. Das sind dann die krassen Beispiele jetzt. Aber um nochmal auf die Frage zu kommen, ich werde keine Steroide namentlich benennen, die fürs Frauenbodybuilding da sind oder die da verwendet werden. Dass sie verwendet werden, teilweise, nicht von allen Athleten, muss man ja ganz klar dazu sagen, nicht, dass sie wieder welche diskriminiert vorkommen, nicht von allen, aber die, die Spitzensport betreiben, da wird das eine oder andere kurzzeitig angewendet, um das mal so nett auszudrücken. Ja, grundsätzlich sind es ja nicht so viele andere Stoffe, die auch bei den Männern nehmen, vielleicht in anderen Dosierungen oder anderen Anwendungsweisen. Aber das ist auch, wie du schon sagst, was hat die Frau überhaupt für ein Ziel? In welche Klasse soll es gehen? Also welche Richtung? Und was ist sie bereit? Also das sind ja, es werden ja keine Frauensteroide. Kommt Stereo, Alter. Jetzt hört die Stereo. Erzähl weiter. Ja, wie gesagt, also grundsätzlich sind das ja keine großen Anlassismen. Von der Gegend, die benutzen ja die gleichen Sachen wie die Männer auch. So. Das ist auch ein bisschen wackeliger, das sind wir. Aber so als alter Navy Seal, das war für mich kein Ding für meine stabilen Knien, Alter. Geht ihr denn davon aus, dass es noch eine Herbstsaison geben wird? Also ich sag immer noch ja. Was hast du, Björn? Ja, ich denke auch, dass es. Ich weiß nicht, ob die. Was jetzt noch im September von den ganzen Sachen noch so, aber dieses Oktober, November, ich denke auch, dass das stattfinden wird. Ja, und wenn sich die Wettkämpfe so verschieben nach hinten raus, aber ja, ich glaube. Ja, gut, du hast ja nicht viel Zeitraum. Wenn du jetzt unsere nationalen Dinger siehst, da ist ja nicht mehr so viel Spielraum nach hinten zu verschieben, dann bist du ja schon bei Weihnachten vor der Tür sein. Ne? Also guck mal, die Deutschen, die sind ja je nachdem welch Verband, aber bist ja immer so bei Mitte November, dann hast du beim NRC hast du noch die NRL, die. Na, der eine oder andere noch, Verband ist ja auch relativ unflexibel, muss man ja auch dazu sagen. Die tun sich da ja schwer. Ja. Und wenn da nicht genügend Geld in die Kasse kommt, um das durchzufinanzieren, steht ja leider beim einen oder anderen Verband der Athlet an zweiter Stelle, anstatt an erster. Und das ist. Aber wie gesagt, ich sage ja, um mal uns allen die Hoffnung nicht zu nehmen. Und ich werde mich auch dafür einsetzen, weil ich kenne auch den einen oder anderen Funktionär, der da vielleicht was zu entscheiden hat, wenn er es entscheiden darf denn. Ne? Und da wird natürlich meine Stimme mit reinfallen und oder hoffentlich gehört werden. Also ich kann ja nur nicht sagen, ihr müsst das so machen, das geht natürlich nicht. Würde ich aber sehr gerne. Haltet ihr Östrogenhemmer
bei Only ja, Testo ist, ja, sinnvoll. Ja, ich habe das verstanden jetzt. Das ist typbedingt. Kommt doch bis auf die Höhe an. Das ist typbedingt. Wenn du damit Probleme hast, manche bekommen ja da bei ganz kleinen Dosen schon Probleme, dann muss man dagegen anarbeiten. Wenn man bei Testo Only damit keine Probleme bekommt, scheißegal, dann hat man natürlich auch keinen Hämmer. Ich würde mir so wenig wie möglich Zeug dazwischen ballern, was versucht, den Östrogenspiegel zu beeinflussen. Wenn es von Natur aus gut läuft, lass es laufen. Wenn du arge Probleme bekommst, wie Gynomastie etc., übermäßig viel Wasser ziehst oder so eine Sachen, so schwammig wirst, dann arbeite mit dem Hämmer natürlich, aber generell, wenn es nicht Not tut, auf gar keinen Fall. Auf wie viele Mahlzeiten würdet ihr täglich die Nahrungsmittel verteilen, sowohl im Aufbau als auch in der Diät? Auf wie viele Mahlzeiten? Auf so viel wie möglich. Entschuldigung. Alles gut. Weil durch umso mehr Mahlzeiten ihr zu euch nehmt, umso höher läuft der Stoffwechsel, sprich umso besser ist die Fettverbrennung. Ich persönlich, bei meinem extrem vielen Essen, was ich damals hatte, habe bis zu 15 Mahlzeiten am Tag gehabt. Deswegen auch diese kurzen Zeitabstände bei mir. Und ich habe aber noch Kohlenhydrat und Protein getrennt in den Mahlzeiten. Einfach aus dem Grund, weil bei der Enzymbereitstellung im Speichel ganz andere Enzyme zum Spalten von Protein bereitgestellt werden vom Körper als bei Kohlenhydraten. Und damit das ein optimalerer Prozess ist dann auch bei der Verdauung oder bei der Verfügbarkeit für den Körper, deswegen habe ich Protein- und Kohlenhydratmahlzeiten getrennt. Und deswegen sind so viele Mahlzeiten bei mir zustande gekommen. Prinzipiell, wer jetzt nur um die 5 Mahlzeiten hat, der sollte dann 5 Mahlzeiten zu sich nehmen. Wer 5 Mahlzeiten nur hat, sollte auch nur 5 Mahlzeiten zu sich nehmen. Was hältst du davon? Ja, wir dürfen von dieser Klasse Aussage. Du bist ein Doktor, oder? Deswegen, Alter. Ernährungswissenschaften hast du. Eigentlich müsste ich wirklich mal so. Ja, ist auch ein bisschen abhängig, wie ist jetzt, welche Arbeitsbedingungen, welche Zeitmöglichkeiten hat man am Tag. So, ne? Also ich denke, wenn man so seinen Tagesablauf, ich denke, es ist nicht jedem die Möglichkeit, so wie dir, oder hat auch keine Bock, 45 Minuten, aber ich denke, wenn man so zwischen 2 und 3 Stunden hat, dann ist auch so, dass man das Essen wieder grob verdaut hat. Die Möglichkeit hat jeder, das ist nur Organisation. Du, das kannst du nicht in jeder Firma, kannst du nicht. Oder wenn jetzt ein Auszubildender dabei ist, der kann ich sagen, so Chef, ich geh mal kurz was fressen und so. Na, das kann ich. Du musst ja 3, 4 Löffel schnell zwischendurch nehmen. Mehr ist es ja nicht im Endeffekt. Das kann man überall schaffen, glaube ich. Ja, wie gesagt, manche haben nicht mal die Gelegenheit, dass sie hoch zum Pausenraum dürfen, weil sie eine Ausbildung sind. Also, wenn es zu schaffen ist, dann ist es richtig so. Ein Schichtarbeiter wird auch nie Schwergewichts-Weltmeister oder irgendwas werden. Der Ronny Kummer war auch Bulle. Ein Schichtbulle? Am Anfang noch. Der Bulle von Tölz war das. Ja, das war auch. Ja, er hat seine Freistellung gekriegt. Alles. Der ist ja jetzt, liegt wie auf dem Video den ganzen Tag im Schreibwagen. Ja, doch, vielleicht, aber hat gefressen, hast du gesehen. Er hat immer den Fressenbär, hat gefressen. Wie gesagt, ich bleibe trotzdem der Meinung, dass das also, wer hat Polizisten. Das ist ein bisschen sein Tagesablauf. Nimmt euer Essen mit dem Streifenwagen. Aber ich gebe dir recht, man sollte schon ein bisschen flexibel sein, dass man, ey, und wenn es eben nur ein Shake ist oder mal eine Dose Tummel, einfach auf schnelle Sachen dazugreifen kann. Aber irgendwie seine Nährstoffe ein bisschen verteilt. Und nicht wie so, ich habe abends eine riesen Mahlzeit drin, da ist auch so viel drin, das bringt nichts. Und einfach, du kannst nicht morgens alles sein für den ganzen Tag rein. Das sieht scheiße aus, Digga. Das ist scheiße, Alter. Boah, das ist nicht für Kalle, glaube ich. Hier machst du richtig schön Spagat, mein Freund. Mal Luft hier. So, damit jetzt genau das noch ein bisschen anspruchsvoller wird, kommt schon die nächste Frage. Weil ihr haltet euch hier sehr gut fit, aber was macht ihr denn darüber hinaus während der Virus? Was machen wir? Das sagt wie haltet ihr euch denn darüber hinein, hinaus noch fit, während die Fitnessstudios geschlossen haben? Wie trainiert ihr? Das siehst du doch. Ja, das war ja nein. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, ohne mich selber zu belasten. Also ich muss sagen, für mich hat sich nicht so viel geändert, deswegen werde ich da nicht groß drauf eingehen auf die. Also hier momentan übe ich Seilspringen. Heiko, geht's? Mal gucken. Wenn die Gräten durchbrechen, werde ich das ja gleich merken. Oh, Heiko! Boah, geil, das muss ich einfach zugucken genießen, Alter. Feldaufschwung, kennt jemand das? Operation Kalbach. Habt ihr eigentlich auch für neue Geschäftsideen, wenn ich das hier so sehe? Auf jeden Fall. Ja, kommt das aus dem Bonnischen Bereich denn? Ich weiß nicht, das ist einfach, als hätte es jemand geahnt. Also ich würde sagen,
Kante. Heiko. Heiko. So, erzähl ich jetzt kann hier. Kann ich nicht mal abseilen? Du hast doch sonst mit abseilen. Heiko macht schwere Version, ohne festhalten. Ohne Füße, Alter. Findet ihr Maltodextrin als schnelles Kohlenhydrat nach dem Training sinnvoll im Wayshake? Die Dauerstoße direkt, ne? Ja, sinnvoll. Malto nach dem Training. Lieber hinterher als vorher. Also für vorher finde ich es nicht so geeignet. Für hinterher ist es eben kostengünstig für die meisten. Ich bin jetzt nicht so Malto-Fan, aber als Zucker, jetzt, wenn man aufs Geld gucken muss, ist es für hinterher gut. Vorher finde ich es nicht so, weil es eben auch eine Bauchspeicheldrüse beschert, also auch viel Blut. Ich würde es auch für nach dem Training finde ich es gut. Für vorher? Einfach aus dem Grund, weil es ein Schnellzucker ist, den Insulinspiegel hochbringt und der Körper somit bei Zeiten mit Protein wieder was anfangen kann. Weil sobald der Insulinspiegel unten ist, was durch hartes Training halt passiert, ist so, kann der Körper mit Protein nichts anfangen. Oder mit Proteinaufnahme. Und wenn der Insulinspiegel hochkommt, dann kann der auch wieder mit den Proteinen besser arbeiten. Das ist der Grund eigentlich, warum man ein schnelles Kohlenhydrat nach dem Training zu sich nimmt. Während des Trainings wäre es ja nur, um den Energiehaushalt hochzuhalten während des Trainings. Aber wer sich vernünftig ernährt, ich glaube, Traumzucker bringt jetzt nicht so eine Spitzen rein, dass du dadurch dein ganzes Trainings veränderst. Also wer es machen möchte, kann es machen. Ich finde, es liegt, wie gesagt, auch nur schwer im Magen. Braucht ja auch Blut für die Verdauung beim Training. Das Blut fehlt euch im Muskel letztendlich. Deswegen würde ich so eine Süß- und Zuckergeschichten während des Trainings weglassen. Ja, und Vitago könnte man vielleicht noch machen. Aber wie gesagt, wer es möchte, ich würde es nicht machen. Einfach, also das ist meine These. Und ich würde mit solchen Sachen auch spätestens 30 Minuten vorm Training aufhören. Bekommen Katja und Björn jetzt eigentlich ein Eis? Auch eine ganz wichtige Frage. Ja. Steht da. Ich bin mir sicher, dass die Frage da steht. Ich bin mir sehr sicher, dass sie da steht. Ja, könnte ich mich zu hinreißen lassen, weil er mich ja hier so tatkräftig unterstützt. Aber hier, was ist los? Wie hoch liegt der Invest pro Jahr für Stoff? Bei einer Trizillion ungefähr. Ja. Nee, es ist. Es kommt ja darauf an, wie man das Zeug sich besorgt, einkauft. Es ist schon ein sehr kostenintensiver Sport. Um das mal abzukürzen, muss man jetzt nicht ins Detail gehen. Und der Teil des Sports, also der chemische Teil, der kostet halt dementsprechend viel. Und wenn man vernünftig damit arbeiten will, in die Richtung Wettkampfsport, Profiliga etc., dann liegt der natürlich entsprechend höher, weil man ja auch Sachen benötigt, die jetzt Autonormalverbraucher vielleicht nicht kennt. Und für alle anderen, für die Freizeitsportler, lass den Scheiß weg. Ist meine Meinung. Nur für damit drei Mann in der Disco sagen, guck mal, ne, wenn er den Pullover auszieht, sieht er eh scheiße aus, weil er euch meistens nicht an die Ernährung haltet. Und dann seht er nur groß und kräftig in Klamotten aus. Und das sollte nicht der Sinn sein oder nicht die Rechtfertigung sein, dafür anabole Steroide verwenden zu dürfen oder zu können. Bei Wettkampfsport völlig legitimiert, weil anders geht es nun mal leider nicht, wenn man ganz vorne mitturnen möchte, ist meine feste Meinung. Werden sie wieder die ganzen Theorie-Bodybuilder werden dann wieder. Alles in jedem Leistungssport. Auf der Treppe steht, egal in welcher Sportart, hat gedopt vorher in irgendeiner Form. Punkt. Und wer was anderes sagt, der ist realitätsfremd. Das ist Quatsch. Wie gesagt, in jeder. Beim Bodybuilding ist es halt nur so, da sieht man halt mehr davon, weil ja nicht so viel körperliche messbare Leistung dahinter steckt wie bei anderen Sportarten, sondern bei uns sieht man halt visuell mehr davon, weil der Körper sich entwickelt dadurch. Das ist aber der Sinn im Bodybuilding. Bei allen anderen Leistungssporten oder bei vielen anderen Leistungssportarten könnt ihr euch glauben, da wird so ein Missbrauch betrieben mit Steroiden, um die Leistung zu pushen bis ins Unendliche. Und da sitzen wirklich Wissenschaftler dran für die einzelnen Teams, damit das dann auch rechtzeitig raus ist bei den Tests und so. Wie gesagt, ich komme aus Cottbus, wo ein großer Sportclub war. Ich kenne das aus DDR-Zeiten, wie die Jungs gefüttert wurden mit der Scheiße und nicht mal gewusst haben, was sie da einnehmen, weil es denen als Vitamine verkauft wurde. Und wie gesagt, also das ist. Guck dir mal Radsport an, gegen die sind wir
Mundschutzlämmer. Ja. Also ich wollte mal sehen, hier, die mit ihrem Blut tauschen, was nicht, was die da alles für Doping da noch so machen. So, ne? Also da muss man die Frage stellen, was das da im Monat kostet. Doping so. Heißt ja jetzt nicht nur anabole Steroide spritzen. Doping heißt ja leistungssteigernde Methoden oder Mittel anzuwenden. Also das kann, wie gesagt, das kann Sauerstoffkur sein, das kann Höhentraining sein, das kann Blutplasma-Austausch sein. Da gibt es ganz viele verschiedene Arten, also die dann die Leistung steigern im Endeffekt. Und auf die Leute wird man nie mit dem Finger zeigen, weil die in der Masse neben Hans Müller stehen und genauso aussehen. Auf die Finger zeigt man nur auf die doofen Bodybuilder, weil die halt auf einmal nicht mehr so aussehen wie früher und eine Metamorphose sich vollzogen hat im Idealfall. Aber scheiß drauf, genauso muss laufen. Bei dir geht's wieder zurück zur Raupe. Ja. Heiko, kriegst du das hin? Ach du Scheiße. Hey. Auf die Plätze fertig los. Neue Brille jetzt. Pass auf, dass er nicht unterdurch. Schneller! So, der Letzte gibt das Eis aus, ne? Ich bin jetzt drei Kugeln. Wie du oben rüber kommst? Noch nicht. Noch den Eis. Ich lasse mich aber rüberfallen. Guck mal, was passiert. Ey, das hängt so. Ich hätte auf den Boot koppeln sollen. Ne? Ey, hab ich doch gesagt, die sollen aufpassen. Ich muss. Und Heiko ist mit seinen Handschuhen noch im Vorteil. Ach, gar nicht so einfach, wie es aussieht. Yippie, Jugend voran. Heiko, alles gut? Ich glaube, rund dazu ging es ein bisschen schneller. Aber. Björn, warum hast du nicht festgehalten? Ja, weil ich nicht. Ich habe ihm Anschluss gegeben. Auf meinen Wingman konnte ich mich nicht verlassen, weil er hatte mit sich selber zu tun. Aber von hier sieht es auch ganz gut aus. Jetzt, wo ich wieder. Wo das Schwarze weg ist. Danke. Läuft. Nicht ganz meine Übung gerade, wie ihr gesehen habt. Aber ein bisschen Spaß muss sein, ein bisschen Blödsinn. Man kann ja nicht nur als Hero dastehen. Das zeigt euch doch auch immer mehr nur, dass wir nur Menschen sind. Wie du und ich. Wie du und ich. Ich und ich. Man hat ja nur gesehen, meine militärischen Grundkenntnisse hier im Wald, dass ich bei den Special Forces war. Ach, da warst du. Bei den Special Forzern war ich vielleicht. Auf alle Fälle ist das schon mal echt anstrengend, so eine Aktion hier. Und wir haben ja noch nicht mal was gemacht. Also. Das war Warm-up. Ja. Aber so Warm-up, dass mein Rücken schon feucht ist vom Warm-up. Ja, Militär warst du nicht. Doch? Echt? Meine Baupioniere. Okay. Aber das war so eine Säuferbrigade. Ist ohne Scheiß. 600-Mann-Bataillon, Sonntag früh 600 Flaschen aufgelesen. Ohne Scheiß. Das war echt, das war eine Armeezeit, cool. Werde ich nicht vergessen. Meine Armeezeit war immer nur im Wald, Alter. Immer im Wald. Genauso kampfbereit ist, glaube ich, unser Heer heutzutage auch. Unser riesiges Heer, was wir besitzen, was uns schützt im Notfall. Ja, sage ich mal, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei dem Blödsinn. Ja. Ich hoffe, ihr habt nichts mitgenommen davon. Timo, leck mir am Arsch wie immer. Und danke fürs Hiersein. Dann lade ich euch irgendwo auf eine Scheißrunde Eis ein jetzt irgendwo. Es ist halt so. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Euer Kalle, euer Björn, eure Katja, Björwig 10, Heiko 10. Timo, du musst gehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.